Guten Tag, liebe Klassen, Freundinnen und Freunde. Ja, Klaus Linder, Freidenkerverband. Noch zwei Worte, warum wir Freidenker uns an dieser Aktion beteiligen. Wir meinen, es gibt Bewegungen, vor denen hat man nicht die bürgerliche Illusion der Entscheidungsfreiheit und kann unentschlossen daneben stehen. Man kann dazu nur Ja oder Nein sagen. Das war schon der Fall bei der Bayerischen Räterepublik und das ist unseres Erachtens der Fall beim Kampf des Donbass gegen die Aggression von Faschisten, imperialistisch gestützt, und auch gegen ihre nationale Unterdrücktheit. Wir erinnern uns, ein Auslöser war das EU-Assoziierungsabkommen, das den Putsch vorbereitete. Und in diesem Sinne möchte ich auch sagen, wenn wir hier in Deutschland Solidarität mit den Menschen im Donbass erweisen wollen, dann müssen wir auch ein klares Nein zu dieser EU formulieren. Und das sage ich gerade vor der EU-Wahl. Und noch ein letztes Wort. Noch so eine Bewegung, zu der man nicht irgendwie dazwischen stehen kann, sondern nur Ja oder Nein sagen kann, ist die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich. Die ist ebenso gegen die EU und gegen das Macron- und Merkel-Regime gerichtet. Und wir Freidenker unterstützen diese Kämpfe. Und wie Barbara schon sagte, leider droht der Krieg im Donbass ein vergessener Krieg zu werden. Ich lese jetzt den Aufruf dieser Veranstaltung. Stopp den Krieg in Donbass! Vor genau 5 Jahren, am 14. April 2014, hat das durch einen Staatsstreich mit Unterstützung der NATO und der EU an die Macht gekommene, von Faschisten gestützte ukrainische Regime einen Krieg gegen den Donbass begonnen. Zuvor hatten sich die Menschen im Donbass gegen den Staatsstreich gewehrt und in Referenden mit großer Mehrheit ihre Selbstbestimmung beschlossen. Seitdem werden die Volksrepubliken des Donbass täglich von ukrainischen Truppen beschossen. Mehr als 10.000 Menschen wurden getötet. Mehr als 40.000 Häuser und soziale Einrichtungen, Schulen und Krankenhäuser wurden zerstört. Auch heute sterben jede Woche Menschen durch ukrainische Angriffe. Der Tag für Tag mit politischer und finanzieller Unterstützung auch der Bundesregierung weitergeführte Krieg und die Wirtschaftsblockade von Seiten der Ukraine verhindern den Wiederaufbau. Deshalb finden heute in vielen Städten auf der ganzen Erde Aktionen gegen diesen Krieg statt. Gerade auch Kinder leiden unter diesem Krieg. Wir stellen auf unsere Aktion heute hier Briefe und Bilder von Kindern aus Donetsk vor, in denen sie vor allem ihren Wunsch nach Frieden anschaulich deutlich machen. Wir fordern von der Regierung in Kiew die sofortige Beendigung der Kriegshandlungen im Donbass und Verhandlungen mit der Donetsker und Luganska Volksrepublik über gegenseitige Beziehungen auf friedlicher und gleichberechtigter Grundlage. Wir fordern von der Bundesregierung und der EU die Finanzierung der Militärausgaben und die Lieferung von Waffen sowie jegliche politische Unterstützung für das verbrecherische Kiewer Regime zu stoppen. Die Kriegsverbrecher in der ukrainischen Regierung müssen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und wir fordern die Selbstbestimmung für die Volksrepubliken. Vielen Dank. Kein Tag vergeht ohne Bruch der Feuereinstellungsvereinbarungen durch die ukrainische Armee. Der tägliche Beschuss richtet sich vor allem gegen die zivilen Versorgungseinrichtungen des Donbass, gegen die Infrastruktur der Stromversorgung und der Wasserversorgung, gegen Schulen und Heizwerke. Seinen Krieg nennt das ukrainische Regime Antiterrorkampf. Dabei ist dieser Krieg selbst der Terror. Das Kollektiv der Alternativen Presseschau zitiert regelmäßig aus den Verlautbarungen und Mitteilungen der Verteidigungsbehörde der Donetsker Volksrepublik. So zum Beispiel für den 8. April. Nur für diesen einen Tag wird vermeldet. Die Kiewer Truppen haben in den letzten 24 Stunden 11-mal die Positionen der Volksmiliz beschossen.
Beschossen wurden die Gebiete von Pierwomansk, Frunze, Kalinowo, Prischip, Sjelobok und Gorbowskoje. Geschossen wurde mit 120 mm Artillerie, 120 mm und 82 mm Mörsern, Schützenpanzerwaffen, Granatwerfern und Schusswaffen, darunter großkalibrigen. Im Telegramm an die Vertretung der Donetsker Volksrepublik in den gemeinsamen Kontaktgruppen über die Minsker Vereinbarung sind solche Kontaktgruppen mit Kiew vereinbart worden, wurde mitgeteilt. Heute am 9. April um 5.30 Uhr hat die ukrainische Armee aus Richtung Novoluganskoje in Richtung Golomolski mit Schützenpanzerwaffen geschossen. Auf die Ortschaft wurden 20 Geschosse abgefeuert. Infolge des Beschusses wurde eine 110 Kilowatt Stromleitung beschädigt. 21 Transformator und Unterstationen und 4 Heizwerke haben keinen Strom. Derzeit haben 3000 Verbraucher keinen Strom. Wie sehr die Versorgung des Donbass in den grenznahen Gebieten vor allem gefährdet ist, zeigt folgende Meldung vom Ende des März. Dies ist eine Meldung über die medizinische Versorgung. Wer von euch hatte die? Zu lesen? Ja. Ablösung. Ja, hier geht es also um die Unterstützung der medizinischen Versorgung in den frontnahen Gebieten. Da gibt es folgende Meldung. Der gesellschaftliche Stab für die frontnahen Gebiete bei der gesellschaftlichen Bewegung Donetska Respublika hat mit der Ausgabe von Blutdruckmessgeräten und Blutzuckermessgeräten in den Ortschaften in der Nähe der Frontlinie begonnen. Wir merken an, dass eines der dringendsten Probleme in der frontnahen Zone derzeit das Fehlen von medizinischen Dienstleistungen ist. In vielen Ortschaften gibt es keinerlei Gesundheitseinrichtungen und Apotheken. Um medizinische Hilfe zu erhalten, müssen die Einwohner einige Kilometer überwinden und hauptsächlich leben dort Bürger, die in fortgeschrittenem Alter sind. Deshalb hat der Stab entschieden, Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte für die medizinische Betreuung der Bevölkerung der frontnahen Gebiete auszugeben. Trotz dieser Meldungen und dieser täglichen Erfahrungen und Bedrohungen lassen sich die Menschen im Donbass nicht entmutigen und machen Pläne für die Zukunft. Ich zitiere, oder Klaus wird jetzt gleich zitieren, aus dem Interview mit einem Vorstandsmitglied der Gewerkschaftsföderation der Luganska Volksrepublik. Andersrum stehen und sprechen wir zu den Leuten. Wir sprechen die immer Polizei, zu uns informiert. Ich weiß, dass die Polizei. Also ich möchte die Polizei. Aus dem Interview des Vorsitzenden der Gewerkschaftsföderation. Bis zum letzten Tag wollte ich nicht glauben, dass ich den Moment, in dem der Bürgerkrieg in der Ukraine ausbricht, erleben würde. Obwohl erregende Vorahnungen buchstäblich in der Luft hingen. Zur stärksten Erschütterung für mich wurden die Ereignisse vom 2. Mai in Odessa. Bis heute bin ich überzeugt, dass das der Rubikon war, nachdem die Ukraine nie mehr zu diesem blühenden, offenen Land wird, welches wir alle einmal so geliebt haben. Alle weiteren Ereignisse verliefen, wie wir wissen, in Steigerungen. Im Sommer 2014 begann ich, den Sinn der Worte meiner Großmutter zu verstehen. Das Allerwichtigste ist, dass es keinen Krieg gibt. Da kam die Einsicht, dass ich nie und unter keinen Umständen bereit wäre, unter der Bandera-Ideologie zu leben. Und das bedeutete, alles zu tun, damit sie sich hier nicht ausbreiten könne. Als mir das bewusst wurde, fühlte ich Unsicherheit, Zweifel und Schrecken. Mir wurde klar, dass ich alles in meiner Kraft Stehende tun musste, damit diese narzisstische Seuche in unserem Land nicht Fuß fassen konnte. Die Gewerkschaften unserer Republik stehen vor einer ganzen Reihe von Aufgaben. Eine der wichtigsten davon ist, denke ich,
die vom ganzen Westen, allen voran den USA, gegen die Republiken des Donbass verhängte Informationsblockade zu durchbrechen. Mein erster Auftritt in dieser Hinsicht war die internationale Konferenz des Weltgewerkschaftsbundes im Gebäude des Europaparlaments. Ich lernte Kollegen kennen und erzählte davon, was im Donbass vor sich geht, zeigte einen Dokumentarfilm und Fotos. Nach diesem Besuch mehrten sich die Kontakte und ich bin viel mehr gereist. Schon im Frühjahr 2016 kamen Kollegen aus Italien und Österreich zu uns, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Wenn ich über die Zukunft unserer ehemaligen Heimat zu sprechen komme, verstehe ich heute nicht, mit welchem Recht die Befürworter des Maidans die Liebe zur Ukraine für sich in Anspruch nehmen. Unter all meinen Bekannten und Freunden gibt es keinen einzigen, der die Ukraine nicht liebte und schätzte. Aber das, worin sich der sogenannte Maidan verwandelt hat, das mag sein, was will, aber nicht die Ukraine. Es ist unstrittig schade und schmerzhaft, den Zerfall des Landes, in dem ich einen großen Teil meines Lebens verbracht habe, mit anzusehen. Das gute Abschneiden Zelenskys bei den Umfragen beweist, dass die Ukrainer des Häufleins raffgieriger Räuber, die das Land schon ein Vierteljahrhundert lang ins Verderben reiten, überdrüssig sind. Sie wollen sich nicht von der Macht verabschieden. Sie sind bereit, das Land zu führen und dafür zu töten und nochmal zu töten. Der Krieg hat mich gelehrt, keine Luftschlösser zu bauen. Ich will Frieden, eine gewisse Stabilität. Ich will, dass unsere Jugend nicht auf der Suche nach einem besseren Leben unser Land verlässt. Ich möchte, dass meine Verwandten und Freunde gesund sind. Ich hoffe sehr, dass mir Kräfte und Begeisterung verbleiben, das Begonnene fortzusetzen. Ja, auch darum stehen wir hier, um das zu unterstützen, dass diese Kräfte bleiben. Ganz besonders leiden unter diesem seit 5 Jahren andauernden Krieg die Kinder im Donbass, wie überall im Krieg. Dem Kollektiv der Alternativen Presseschau verdanken wir den Kontakt zu Einrichtungen, in denen Kinder leben, wie zum Beispiel dem Donetsker Kinderheim Nummer 1. Die von uns dort auf dem transparent ausgestellten Bilder sind ein Teil des Ergebnisses eines Malwettbewerbs im Donetsker Kinderheim, über das die KP der Donetsker Volksrepublik eine Patenschaft hat. Der Wettbewerb wurde vom kommunistischen Frauenverband Nadezhda Donbassa, was Hoffnung des Donbass heißt, angeregt. Das Thema des Wettbewerbs war 5 Jahre Donetsker Volksrepublik. Natürlich hat das Friedensthema angesichts der Kriegssituation die Hauptrolle auf allen Bildern gespielt. So lauten die Titel, die die Kinder ihren Bildern gegeben haben und die sie draufgeschrieben haben: Donetsk für Frieden. Oder wir sind Frieden auf unserer Erde. Wir sind für Frieden auf unserer Erde. Oder Frieden für alle Menschen. Ein weiteres Bild: Wir brauchen Frieden. Frieden, in dem man ruhig und glücklich leben kann. Frieden, in dem es Träume und Wünsche gibt. Frieden, in dem es Märchen und eine glückliche Wirklichkeit gibt. Frieden für die Welt. In dieser Ausstellung und auf unserem Transparent findet ihr 3 Briefe, geschrieben von Schülern aus Makeyevka und Donetsk, Schüler der 2. bis 5. Klasse. Geschrieben wurden diese Briefe symbolisch an einen nicht mehr gelebenden Genossen Artjom, einen, der im Februar 1918, also vor 101 Jahren, die Donetsker Sowjetrepublik gegründet hat. Die Genossen der Donetsker Volksrepublik betrachten ihre Republik als Nachfolgerin der damaligen Sowjetrepublik. Und das Thema spielt im Geschichtsunterricht eine große Rolle. In ihren Briefen erzählen die Kinder von ihrem Leben in der jungen Republik, der Donetsker Volksrepublik, von Entbehrungen, die sie im Zusammenhang mit dem Krieg durchleben,
über ihre Wünsche und Träume und das, was sie dennoch an Schönem im Leben haben. Insgesamt haben mehr als 100 Kinder und Jugendliche an diesem Wettbewerb teilgenommen. Wir haben 3 dieser Briefe ausgestellt und werden sie jetzt in der deutschen Übersetzung verlesen. Zuerst der Brief von Anicia Gorbes. Also der Brief von Anicia Gorbes. Brief an den Genossen Artyom. Guten Tag, Genosse Artyom. Ich bin Anicia Gorbes. Bei uns gab es den Vaterländischen Krieg. Mein Urgroßvater, Ivan Grigorjewitsch, kämpfte dort. Wir sind die Sieger. Jetzt ist auch Krieg. Ich habe viele traurige Ereignisse durchlebt. Ich habe von dir aus dem Internet erfahren. In Donetsk gibt es eine Straße, die deinen Namen trägt. In unserer Stadt steht dein Denkmal. Ich lerne Geige spielen und habe an vielen Wettbewerben teilgenommen. Meine beste Freundin ist Elena. Sie geht mit mir in eine Klasse und spielt auch Geige. Meine Familie besteht auch aus Musikern. Unser Präsident war Alexander Wladimirowitsch Sachatschenko, aber er wurde ermordet. Er ging in ein Café und dort war eine Mine. Ich wünsche der Welt Gesundheit, Glück, Freude, Liebe und Frieden. Der zweite Brief ist von Jekaterina Jeriomida. Guten Tag, Artyom. Ich habe von dir im Unterricht in Geschichte des Vaterlands erfahren. Ja, so. Ich gehe in die 5. Klasse, in eine Musikschule. Ich gratuliere dir zum Tag der Roten Armee. Ich bin am 6. Dezember 11 Jahre alt geworden. Jetzt wieder? Ich spiele Flöte. Ich gratuliere zu deinem zukünftigen 26. Geburtstag. Bei uns ist Krieg. 2008 Alexander Wladimirowitsch Sachatschenko gestorben. Er starb bei einem Sprengstoffanschlag im Café Separ, kurz nachdem Kobzon starb. Meine Freundin ist Anna Jojewna Schelushina. Sie spielt Klavier. Wir sind zusammen beim Schulunterricht. Ich will, dass der Krieg bei uns aufhört. Ja. Der dritte Brief ist von Kirill Vogovoy. Guten Tag, Artyom. Ich heiße Kirill Vogovoyev und gehe in die 5. Klasse. Ich lerne als Spezialgebiet Klavier. Ich lebe in Donetsk. Wir haben in der Schule das Fach Geschichte des Vaterlands. In diesem Unterricht habe ich von dir erfahren, dass du die Donetsker Krivoroschkaja Sowjetrepublik gegründet hast. Ich gratuliere dir zum Tag der Roten Armee. Ich wünsche dir Gesundheit und Glück. Wie früher, so kämpft die Donetsker Krivoroschkaja Republik auch jetzt gegen die Ukraine. Ich habe viel Schlimmes durchlebt. Unglück im Krieg, der im Jahr 2014 begann. Unsere Urgroßväter haben im großen Vaterländischen Krieg 1941 standgehalten. Ich wohne in der Pavel Povovic-Straße 37b in einem Wohnheim. Ich bin 11 Jahre alt. Ich habe 3 Stunden am Tag Spezialunterricht. Ich will Pianist werden.
In der Schule bin ich in allen Fächern gut. Am besten gefallen mir Russisch, Mathematik, Gehörbildung, Geschichte des Vaterlands, Englisch. Bei uns in Donetsk gibt es eine Straße, die zu deinen Ehren benannt ist. Und ein Denkmal für dich. Ich habe zu Hause eine kleine Schildkröte. Ich kümmere mich um sie, füttere sie. Wenn ich sie ins Aquarium nehme, läuft sie gerne herum. Irgendwie mag sie kein Schildkrötenfutter, sie liebt Fleisch. Im September 2018 ist der Präsident der Donetsker Volksrepublik, Sachatschenko, im Café Separ gestorben. Bei einem Sprengstoffanschlag. Jetzt ist bei uns Puschilin Präsident. Wir erinnern uns an dich, nehmen uns an dir ein Beispiel. Wir achten dich. Ich möchte dir Gesundheit, Sieg im Krieg, Glück, Liebe und einen friedlichen Himmel über dem Kopf wünschen. Kommen wir noch mal zurück zur Verantwortung für diesen Terror gegen die Menschen im Donbass. Die USA und die EU, maßgeblich auch angetrieben, die EU durch die Bundesregierung, haben bereits Jahre vor dem Putsch 2014 mit allen Mitteln versucht, die Ukraine ins westliche Lager zu ziehen. Zum einen mit dem Angebot einer NATO-Partner oder Mitgliedschaft, zum anderen von Seiten der EU mit Wohlstandsversprechungen über ein EU-Assoziierungsabkommen. Und nicht zuletzt haben sie in diesem Prozess die ukrainische Opposition massiv finanziell unterstützt. Ihr wichtigstes Ziel dabei war, die Beziehungen der Ukraine zu Russland massiv zu stören und Russland dadurch zu schaden. Wir vergessen nicht, welche Rolle das Ultimatum von Kommissionspräsident Barroso zur Entstehung des Maidan und zum anschließenden Putsch gespielt hat. Wir vergessen nicht, dass die USA, die EU und die Bundesregierung durch ihre Politik verantwortlich sind für das Erstarken der faschistischen Gruppen und des Nationalismus in der Ukraine und für den Krieg gegen den Donbass. Sie lügen, wenn sie den Beginn der Ukraine-Krise mit der Unabhängigkeit der Krim und der angeblichen Annexion durch Russland datieren. Sie lügen, wenn sie Russland für die Einhaltung des Minsker Abkommens verantwortlich machen. Kein Wort gegen das sogenannte Donbass-Gesetz, das vor etwas mehr als einem Jahr vom Parlament in Kiew verabschiedet wurde. Es stuft die Donetsker und Luganser Volksrepubliken als von Russland besetzte Gebiete ein und gibt ihrer Rückeroberung oberste Priorität. Dafür erteilt das Parlament den ukrainischen Präsidenten uneingeschränkte Vollmacht. Seitdem gilt faktisch Kriegsrecht in Teilen der Ukraine. Dieses Donbass-Gesetz steht in krassem Widerspruch zum Minsker Abkommen, das vom Westen immer wieder ins Spiel gebracht wird. Aber anders als diese Seite stereotyp behauptet, liegt die Bringeschuld zur Einhaltung des Minsker Abkommens in Kiew. Dieses Abkommen sollte dem Osten des Landes, dem Donbass und seiner russischsprachigen Bevölkerung weitgehende Autonomierechte einräumen. Es sollte die wirtschaftliche Hoheit über Einfuhren und Ausfuhren des Donbass umfassen. Mit dem sogenannten Donbass-Gesetz vom Januar 2018 wurde dem Minsker Abkommen der Todesstoß versetzt. Wie hier argumentiert wird und mit welchem Ziel, das hat der russische UN-Botschafter im Oktober 2018 im UN-Sicherheitsrat sehr treffend und klar formuliert. Zur Rechtfertigung ihrer antirussischen Sanktionen, nutzen die USA und Europa laut dem russischen UN-Botschafter Wassili Nebenzia den Umstand, dass Kiew
die Minsker Vereinbarung über den Donbass ignoriert. Stellungnahme vom Oktober 2018. Ihr, die EU und die USA seid schuld daran, dass die Kiewer Führung den Minsker Vereinbarungen nicht nachkommt. Die EU und die USA versichern uns, dass die antirussischen Sanktionen aufgehoben würden, sobald die Minsker Vereinbarung erfüllt worden seien. Da aber diese Vereinbarung von der jetzigen Kiewer Führung nicht eingehalten werden, bedeutet diese Position die Einladung an die Ukraine, die Sabotage der Minsker Abkommen fortzusetzen. Denn Russland ist es, das die Zeche bezahlen wird. Kiew macht mit Vergnügen Gebrauch davon, fährt Nebenzia weiter fort. Das Gleiche gilt für die Wahlen. Kiew tut nichts dafür, den politischen Teil der Minsker Abkommen, darunter auch die Bestimmungen über die Wahlen, zu befolgen. Erhebt jedoch Protest gegen die Absicht der Donbass-Bewohner, das Machtvakuum auszufüllen, das nach dem Mord an Alexander Sachartschenko entstanden ist. Kiew erhält die Vereinbarung über die Waffenruhe nicht ein und ist mindestens 15 Kilometer weit ins Innere der sogenannten Grauen Zone vorgestoßen. Es weigert sich hartnäckig, seinen politischen Verpflichtungen nachzukommen. Es versucht, die Mechanismen der Minsker Kontaktgruppe zu marginalisieren und eine zweite Diskussionsrunde zu den bereits abgestimmten Fragen zu starten. Die totale und knallharte Sabotage der Minsker Vereinbarung durch Kiew seit längerer Zeit, faktisch vom ersten Tag an, wird vollständig ignoriert, so weiter der russische Diplomat. Nicht nur für die Entstehung dieses Konflikts sind NATO, EU und die Bundesregierung verantwortlich, sondern auch dadurch, dass sie diese Politik immer weiter unterstützen. Sie unterstützen damit ein Regime, das nicht nur diesen Krieg führt. Entschuldigung, hier ist mein Hahn. Sondern sie ist auch verantwortlich mit dafür, dass oppositionelle und kritische Journalisten verfolgt werden, dass Morde an ihnen gedeckt werden. Sie sind verantwortlich dafür, dass faschistische paramilitärische Gruppen nicht nur gewähren lassen, sondern dass sie unterstützt werden. Und sie sind mitverantwortlich, dass die ukrainische Regierung versucht, durch Grenzprovokationen wie vor Kertsch die NATO und Russland in einen Krieg zu ziehen. Um dagegen zu protestieren, sind wir heute zusammengekommen. Nun hat die Ukraine im ersten Wahlgang die Vertreter der bisherigen Politik abgestraft. Wie wirken sich die ukrainischen Präsidentschaftswahlen auf die Situation im Donbass aus? Dazu befragt, sagt der Politologe Nikolai Ragosin der Donetsker Technischen und Nationaluniversität Folgendes. Ja. Ja, er sagt also folgendes: Wie die heutigen Wahlen die Situation im Donbass beeinflussen, berichtete der Leiter des Lehrstuhls, jetzt zu hören, für Soziologie und Politologie der Donetsker Technischen Nationaluniversität, der Kandidat der Philosophie Nikolai Ragosin, der Komsomolskaja Pravda. Wie wirken sich die ukrainischen Wahlen auf die Situation im Donbass aus? Auf der einen Seite ändern diese Wahlen die Situation in einer Beziehung überhaupt nicht. Insofern nämlich das Verhältnis der Ukraine zum Donbass sich nicht verändert. Bei keinem einzigen Kandidaten sehe ich irgendeine konstruktive Position, die es erlauben würde, mit ihnen eine Zukunft aufzubauen und wie auch immer zu verhandeln zu beginnen. Von diesem Gesichtspunkt aus werden uns diese Wahlen nichts Gutes bringen. Aber auf der anderen Seite sind dies, unabhängig davon, wer dort an die Regierung kommt und welche Politik sich durchsetzen wird, bereits die zweiten Wahlen, an denen der Donbass nicht teilnimmt. Das heißt, auf diese Weise wird immer klarer, dass wir kein Teil der Ukraine sind. Dieser Umstand gibt uns eine Grundlage zu behaupten, dass wir tatsächlich ein
unabhängiges staatliches Gebilde sind, das seine Zukunft nicht im Rahmen der Ukraine sieht. Wir wissen, dass es verschiedene politische Kräfte gibt, die die Illusion nähren, dass der zerschlagene Tontopf mit der Bezeichnung Ukraine geklebt werden könnte. Aber er kann schon nicht mehr geklebt werden. Und je schneller unsere ausländischen Partner auch auf der ukrainischen Seite das begreifen, desto besser wird es sein. Ja, desto besser wird es sein. So schnell wird es wohl leider mit dem Begreifen nicht gehen. Dass die Bundesregierung ihre Ukraine-Politik unverändert weiterführen will, zeigt die skandalöse Einladung Poroschenkos ins Bundeskanzleramt. Die skandalöse Einladung des Wahlverlierers bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen in der ersten Runde. Für dumm, wie dumm halten Sie uns, dass Sie meinen, es reicht, wenn der Pressesprecher Seibert in der Pressekonferenz lapidar erklärt, es handle sich um einen normalen Arbeitsbesuch und nicht um Einmischung in ukrainische Angelegenheiten. Natürlich ist das Einmischung. Einmischung, um einem Wahlverlierer doch noch zum Wahlsieg zu verhelfen. Denn mit ihm ist man sicher, dass es auch in der Ukraine ungehindert weiter gegen Russland gehen kann. Auch wenn Poroschenko im zweiten Wahlgang unterliegt. Es gibt wohl wenig Hoffnung, dass sich nach den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine Wesentliches zum Besseren wendet. Dafür werden die Damen und Herren in Washington, Brüssel und Berlin wohl sorgen. Deshalb ist unsere Stimme des Protestes wichtig, auch wenn sie leiser ist als die der Herrschenden. Ich gebe jetzt das Wort an Cornelia Praetorius, die noch etwas sagen will zu weiteren Aktivitäten und ein Grußwort. Ich soll euch im Namen von Brigitte Queck, der Leiterin von Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg, ganz herzlich grüßen. Sie ist heute leider verhindert, weil sie gestern einen sehr anstrengenden Tag hat und ziemliche Schmerzen hat. Sie kann nicht kommen. Und leider konnte auch der Oleg Musika, der gerade ein Buch geschrieben hat und heute vorstellt über das Massaker in Odessa, kann leider auch deswegen nicht kommen. Aber wir wollen euch nur darauf hinweisen, die Mütter gegen den Krieg haben das Thema Ukraine und der Unrechtsereignisse und Grauenhaftigkeiten, die dort geschehen, eigentlich als Dauerthema. Und wir möchten euch ganz herzlich einladen, doch bitte zu kommen am 2. Mai um 13 Uhr Brandenburger Tor. Dort wird des Massakers 5. Jahrestag in Odessa erinnert. Odessa war ja die Heldenstadt, deswegen, weil sie dort in der Ostukraine den Nazis am längsten widerstanden haben, im Gegensatz zu den Bandera-Leuten, die mit den Nazis zusammenarbeiteten. Wir möchten auch ganz herzlich noch einmal hervorheben, dass wir Russland nicht nur wegen Donbass und den beiden Republiken dort herzlich danken müssen, dass sie am Leben erhalten haben. Sie sind dort nicht militärisch präsent, wie immer behauptet wird, sondern sie haben sie humanitär über diese schreckliche Krisenzeit hinweggerettet und sind immer noch an ihrer Seite. Der Umsicht und Klugheit von Leuten wie Putin, seiner Regierung und auch der chinesischen Regierung, die hier keinen unmittelbaren Einfluss hat, haben wir zu verdanken, dass wir hier immer noch im Frieden leben können. Das gilt ja keineswegs für die ganze Welt, aber wir sollten dankbar sein, dass der große Schlagabtausch zwischen den beiden atomaren Großmächten noch nicht stattgefunden hat. Und das liegt einzig an der Besonnenheit dieser beiden Länder. Dafür Russland und China ganz, ganz herzlichen, grundehrlichen Dank. Ja, liebe Friedenskämpfer, zum Schluss. Es wurde ja schon aus den Beiträgen dieser Veranstaltung klar, die große Linie der Angreifer USA-Imperialismus und von Deutschland dominierter EU über das Marionettenregime in der Ukraine geht gegen Russland. Ich möchte noch an Folgendes erinnern. Vor 10 Tagen begann der Nachrichtensprecher Klaus Kleber, die ZDF heute
Tagesschau oder wie das heißt, mit folgenden Worten. Heute schon. Guten Abend. Zu Wasser und zu Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort, wie vor einigen Jahren, auf der Krim festgesetzt haben. Und nach einigen Sekunden fügt er hinzu, keine Sorge, das ist nicht so, das ist nur eine Vision, aber eine realistische. So etwa müsste nämlich im Ernstfall die Antwort der NATO aussehen auf einen Angriff auf das Territorium eines ihrer Mitgliedstaaten und sei er so klein wie Estland. Wenn das in Frage gestellt scheint, würde die Abschreckung brüchig, die seit 70 Jahren den Frieden in Europa sichert. Das Problem ist heute, dass der Bestand des Bündnisses zu seinem 70. Geburtstag brüchiger erscheint als jemals in seiner Geschichte. Einer bisher beispiellos erfolgreichen Geschichte. Soweit zu Klaus Kleber. Damit hat Kleber die deutsche Kriegsrhetorik gegen Russland dahin gebracht, wo sie schon am 1. September 1939 nach dem von den deutschen Faschisten konstruierten Gleiwitz-Vorfall gewesen ist. Nichts anderes tut Kleber hier, als einen Gleiwitz-Vorfall zu konstruieren. Wir erinnern daran, die Kriege, die die NATO führt, sind völkerrechtswidrige Kriege, ohne Bündnisfall, ohne UNO-Mandat. Es sind reine Angriffskriege. Was Kleber hier also konstruiert, ist alles andere als realistisch. Wir meinen, als Friedensbewegung müssen wir unbedingt fordern, und die Ostermärsche stehen vor der Tür, da sollten wir das vielleicht auch tun, dass dieser Nachrichtensprecher, dieser Kriegshetzer des deutschen Imperialismus und des USA-Imperialismus nicht länger tragbar ist im ZDF. In diesem Sinne, raus aus der NATO, NATO raus aus Deutschland, raus aus der EU. Danke. Danke, Klaus, für dieses Schlusswort.